Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sparta Rome Total War 2. So, wir sind jetzt in Larissia angekommen und wollen jetzt ein bisschen Einheiten pumpen für diese globale Schlacht hier. Der hat 2, 4, 6, 7 Pikiniere. Der Rest ist so ein bisschen lala. Wir haben 2, 4, 5 Pikiniere. Die da sind imperiökische Hopliten, sind halt Müll. Die können nix. Ich hoffe, der lässt uns noch 2 Runden lang in Ruhe. Und ups, Handy Auszeit. Warte. Okay, Handy weg. So, gut. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wo ist der Spion hin? Naja, egal. Gut. Mysterien des Eloises. Auf der Suche nach ihrer entführten Tochter Persephone. Machte die Göttin Demeter in der Stadt Eloises. Entschuldigung, Pause. Als alte Frau verkleidet, kümmert sie sich um Triptolemos. Diese Namen, meine Güte. Dem Sohn der Königin und lehrte ihm die Geheimnisse des Ackerbaus. Solche Mythen inspirierten die jährliche Feste der Mystikerin. Nee, Mysterien. Ah, okay. Die kleineren Mysterien im Frühling waren Reinigungsriten. Die Priester opferten Ferkel und badeten im Fluss Elissos als Vorbereitung auf die größeren Mysterien. Diese fanden im Spätsommer statt und dauerten 10 Tage. Naja, die hatten ja sonst nichts zu tun. Nach weiteren Reinigungen liefen die Priester von Athene zum Tempel von Eloises und erzählten sich zur Unterhaltung Demeters derbe Witze. Ist es nicht total langweilig, wenn man jedes Jahr dieselben Witze hört? Oder sind es dann zufällig neue Erkenntnisse, die dann neue Witze bringen? Ja, naja. Bei ihrer Ankunft hielten sie eine Nachtwache und nahmen einen Trank aus Polei-Minze zu sich, die Kykeon genannt wurde. Auf den Höhepunkt des Festes betraten sie den Telesterion, den Mysterientempel, und die Mysterien wurden enthüllt. Die Riten wurden nur Priestern erzählt und sie sind noch heute ein Geheimnis. Naja, sie wurden halt erzählt und wurden nicht niedergeschrieben. Hier habe ich ein bisschen kleines Öffentlichkeitsproblem, weil ich hier eine Kaserne baue. Das ist aber blöd. Das ist... Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ah! Puh! Oh, das war noch eine Runde. Und ich dachte, ich habe doch Sparta angeklickt. Hä? Oh je, oh je, oh je. Wahrscheinlich bin ich dann aus Versehen wieder auf Larissia gekommen. Ja, das glaube ich euch gerne. So, was erforsche ich gerade? Würdenträger. Ich würde lieber langsam einen Spion bekommen. Warte, bei den... Also, bei jeder Fraktion ist die Forschung ein bisschen anders. So ein minimal bisschen anders, wann man welchen Agenten bekommt. Also mit welcher Forschung. Hä? Okay. Genau, Streiter. Und wo ist Spion?
Wäre ist sie Spione? Spion müsste eigentlich hier sein, irgendwo. Hürdenträger. Bin ich jetzt beknackt? Warte mal. Hä? Nicht genau, Streiter? Hä? Kann ich schon? Warte mal. Ich habe schon einen Spion. Nein, habe ich nicht. Nee. Ich habe keinen Spion. Der lügt. So, warte. Wir werden. Aha. Also normalerweise. Oh, diese helle Wolke. Normalerweise würde ich jetzt hier auf den diesen Agenten gehen. Weil die Helden oder die Streiter benutze ich immer, um Armeen zu. Ja, zu pushen. Vor allen Dingen hier die plus 10 gewonnene Erfahrungen. Ist halt genial für die Einheiten, damit sie schneller leveln. Aber ja, aber hier ist jetzt ja gerade ein Spion unterwegs, deswegen ist der ganz gut. Also Chance auf Verwundung feindlicher Agenten ist halt immer super. So, kannst du noch einen? Nicht wirklich. Gut, weiter geht's. Jetzt ist es ein bisschen. Ja. Wow. Der ist ein bisschen zur Seite gegangen und hat sich wieder angekesselt. Pella ist. Wurde erobert. Das ist ja interessant. Ah, jetzt hat's. Ah. Ja, natürlich. Oh Mann, ich bin ja auch ein bisschen dämlich. Wenn man einen Agenten hat, der aber nicht auf dem Spielfeld ist, vielleicht ist er verhindert. Ich spioniere mal seine Hauptstadt aus. Genau. Ich habe ja gestern meine Tutorials endlich, Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat, endlich rausgebracht. Und da habe ich, glaube ich, vergessen, wenn man die Einheiten eben rumschickt und die brauchen so lange. Also hier am Anfang war es ja so sehr langsam. Dann muss man einfach nur Leertaste drücken und dann wird das Ganze vorgespult. Genau. So, die 300 sind schon fast wieder gesund. Aber solange er sich einbunkert, kann ich hier nicht weiter. Gut. Vor allen Dingen mit Sparta ist es am Anfang immer ein bisschen ja, schwer voranzugehen. Also das sieht man dann, glaube ich, auch, wenn man das Tutorial, nicht das Tutorial, sondern das Let's Play mit dem Jake, wo bei dem er Sparta spielt und ich Seleukiden. Da bin ich nach der Hälfte der Zeit oder nach 10 Runden oder so bin ich doppelt so groß wie er, weil er eben so eine bescheidene Ausgangsposition hat. So, ja, ein Kind ist geboren, Forschung abgeschlossen. Das sind alles sehr freudige Neuigkeiten. Ich werde hier jetzt mal nichts machen, weil das kostet ja 450 Dollares. Und so viel Dollares habe ich gar nicht mehr. Ich will mal schauen, was Makedonien hier macht.
Okay, hier habe ich ja wieder positive öffentliche Ordnung. Jetzt kann ich mir hier das da leisten. Normalerweise, also ich sage es ganz ehrlich, ich versuche es ein bisschen anders dieses Mal zu machen. Also Sparta habe ich schon zwei, dreimal durchgespielt. Natürlich habe ich mit Sparta angefangen, als Rome Total War 2 rauskam. Das, ja. Da habe ich eben das Spiel vorbestellt und dadurch hatte ich schon die griechischen Völker, konnte ich da schon spielen. Die anderen mussten sich das DLC kaufen. Ich hatte es. Und genau, das war die erste Fraktion, die ich gespielt habe und ich habe gleich verloren. Ich schaue gerade mal. Taktik, Verwaltung. Rekrutierungskosten, Armeeeinheiten. Also Söldner kaufe ich ehrlich gesagt seltener. Wohlstand durch Kultur, Steuersatz, Aktionskosten. Genau, hier gibt es eben jetzt die. Also zwei Möglichkeiten. Entweder man pusht auf Militär oder man versucht erstmal die Wirtschaft zu pushen und mit dem auszukommen, was man hat. Also genau. Und dann gibt es natürlich die bisschen gemeinere Version. Die habe ich, glaube ich, letztes Mal schon vorgestellt, dass man Larissa die ganze Zeit plündert und wieder vernichtet und dann wieder, also wieder aufstehen lässt, dann wieder plündert und so weiter. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Oder nicht ärgerlich, was laber ich da? Nee, aber das entspricht nicht meiner Vorgehensweise. Das finde ich ein bisschen zu langweilig. Oder ich habe da zu viele. Ich find's gemein. Ich mag nicht so gemein spielen. So. Genau, wir spielen jetzt Sparta, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Und wir spielen militärisch. Also ich habe jetzt hier bei Technologie fange ich jetzt mit der Taktik an. Und genau. So, hier können wir jetzt unseren Agenten, unseren Helden hochleveln. Und hier gibt es ein paar Möglichkeiten. Also entweder, also den Gardisten hochzuleveln können wir jetzt noch nicht. Das können wir erst mit Level 3, glaube ich. Hier sind verschiedene Sparten. Also die gelbe, die violette und die rote. An sich kann man sich so erklären oder so zusammenfassen, dass gelb ist. Also, das ist ähnlich wie beim General. Also gelb ist also Kommandant, Reichweite, ja, hier zum Beispiel Angriffsbonus und so. Ja, also. Ja, genau. Also, so. Historiker zum Beispiel gewonnene Erfahrung pro Runde des Generals, der Begleitarmee. 40 gewonnene Einheiten Erfahrung pro Runde für die Begleitarmee. Das ist etwas, was ich ehrlich gesagt immer total hochlevel. Wichtig ist hier, dass mit basiert, ich meine, der Be Begleitarmee. Immer wenn hier steht Begleitarmee, zum Beispiel hier auch, das ist immer das zweite, was ich maxe. Das bedeutet, dass er. Wenn er in einer Armee drin ist oder bei einer Armee drin ist, dann bekommt die diese Boni. Wenn er draußen steht, dann nicht. Genau. Violett ist hier ein bisschen hinterhältig. Das ist so Falle, Verlust, also weniger Verlust jetzt für uns. Verstärkung der Leute, also weniger für die Feinde und so weiter. Und Rot ist dann ein bisschen aggressiver. Hier zum Beispiel Moral, Nahkampfabwehr und Angriff für die Begleitarmee. Dann Brandstiftung kann man machen.
Armee demoralisieren und so weiter. Genau. Und wir machen natürlich das da, damit unsere Einheiten so schnell wie möglich aufleveln, auch wenn sie gerade nichts machen. Juhu. Jetzt könnten wir uns rein theoretisch einen Würdenträger holen. Können wir nicht, weil der zu teuer ist. Dann Kavallerie haben wir noch nicht. Ah, genau, weil jetzt haben wir nämlich das hier. Warte, wir haben 2, 4, 6, 8 Fernkämpfer. Die können wir entlassen. Warte, dann holst du dir gleich die Kavallerie. Warte, dann gebe ich dir die, falls der dann angreift. Dies gefällt mir nicht. Also es kann natürlich sein, dass er trotzdem angreift. Aber das denke ich nicht, weil so eine krass bessere Armee hat er nicht. Das sieht gerade so aus, als wäre der hier ein bisschen. Oh, Entschuldigung, musste gerade gähnen. Es ist schon sehr spät. Ich muss das noch alles schneiden, damit ich das morgen nicht machen muss. Weil morgen muss das Video rauskommen. So, genau, da wollte ich mal kurz schnabulieren und dann gleich weiter. Genau, hier ist es eben langsam. Und wenn man jetzt, die Fortbewegung war gerade langsamer und wenn man Leertaste drückt, ist es vorgespult. Okay, mei. Das ist gut, der hat gerade ein paar Probleme. Aber ich gerade auch, weil ich nicht angreifen kann. Warte, ich gebe dir mal die beiden und hol mir dann einmal den da. Und du holst dir nochmal Fernkampf. Okay. Es passiert gerade nicht so viel. Das Blöde ist gerade, dass ich mehr oder weniger in einer Pattsituation bin. Weil ich kann. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ich kann seine Armee nicht angreifen, weil. Das hätte ich ja, also wenn er da geblieben wäre, hätte ich das verloren. Weil eben dieses Befestigungslager ist zu gut. Vor allen Dingen für die Low-Budget-Typen. Und ich konnte nicht seine Homebase angreifen. Warte mal. Ich glaube, die wurde gerade erobert. Ich glaube, der hat jetzt nur noch die Armee. Deswegen, ja. Gut, an sich könnten wir das automatisch machen. Aber ihr wollt sicher eine Schlacht sehen. Deswegen machen wir das spielerisch gekonnt. Ich glaube wirklich, dass das jetzt gerade seine letzte Armee ist. Naja, er hätte nicht so bei mir rumstehen sollen. Wenn seine Homebase, ja, kurz vorm Zusammenbruch ist. Aber dann verstehe ich nicht. Also, ja, okay. Also, ich bin mir eigentlich zu 99% sicher, dass das seine letzte Armee ist, weil
Die KI macht immer so dämliche Sachen, wenn das, also wenn sie nur noch eine Armee oder so hat. So, also, wir haben hier königliche Spartaner, das sind natürlich Badass. Die haben Hopliten, dann haben wir nochmal Hopliten, zwei Stück an der Zahl. Jugendliche, Schleuderer und Kavallerie. Die Hopliten können alle Hoplitenwall machen und die Pikeniere können Pikenphalanx machen. Super. Ah, hier ist nochmal. Der ist irgendwie. Warte, dann gehe ich hier hin, mach da das. Die Jugendlichen kommen hier hin. Der macht sich hier mal ein bisschen breiter. Die machen sich mal hier breit. Die machen sich hier breit. Die machen sich. Warte, nee, meine Ersatzarmee kommt von da. Das heißt, die Kavallerie kann von da kommen. Also, der Plan ist. Der Plan ist. Also, bei so einer Stadt. Also, es gibt viele verschiedene Städte oder Stadtmaps. Und das ist eine, die sehr häufig vorkommt. Also vor allen Dingen in Griechenland. Und wenn der Gegner von hier angreift, das machen sie meistens, von da oder von da, wird es so sein, dass er einmal hier und einmal da angreift. Ganz, ganz, ganz selten ist es so, dass er manchmal richtig clever ist und von hier angreift. Aber das ist wirklich sehr selten. Genau. Und deswegen verteidige ich, warte, verteidige ich hier und hier. Und sobald, also seine Hauptstreitmacht wird hier in dieses Nadelöhr gehen. Und ich werde gleichzeitig versuchen, hier ein bisschen vorwärts zu tigern und dann ihn einzukesseln. Weil so lange sollten die da hier aushalten. Genau. Dann holen wir uns mal unsere Verstärkungsarmee. Oh. Ah. Der galoppiert ja schon vor. Dann hole ich mal die Steinschleuderer nach hier, damit die anfangen, hier die Fernkampfkavallerie zu penetrieren. So, das ist natürlich etwas, was nur ein KI machen kann. Mit seinem General vorrennen und eine Pikenphalanx angreifen. Uiuiui. Und ich spiele auf schwer. Just saying. Gut. Seht ihr, er will komplett hier rein. Was natürlich super ist. Nee, wird er nicht. So, ich warte noch, bis er wirklich mit dem letzten hier rein ist. Bevor ich hier losgehe. Weil sonst ist es so, dass wenn ich hier schon verfrüht losgehe, wird er eine Gegenbewegung machen und das wollen wir nicht. So. Ah, jetzt. Ja, okay. Und so schmeißt man einen General weg. An sich bräuchte ich ja die Verstärkungseinheit gar nicht.
Was eigentlich echt lustig ist. Schau, die haben bis jetzt nur 15 Leute verloren. Und das wahrscheinlich, also wahrscheinlich jetzt, weil hier auch Pikiniere kommen. Das ist natürlich nicht ganz so günstig für uns. Aber ich ja, bin dann mit denen frühzeitig da. So, jetzt habe ich den Pikinieren quasi gesagt, dass sie vorrücken sollen. Und zwar in Schrittgeschwindigkeit. Oha. Die machen ja den General ja echt fertig. Wenn sie in Schrittgeschwindigkeit vorwärts marschieren, dann bleibt die Phalanx bestehen. Wenn sie jetzt laufen, dann nehmen sie die langen Lanzen natürlich nach oben und sind nicht so schnell da. So, bitte schön auf die Pikiniere. Ah, meine Einheiten sind da. Gut. Dann können wir denen schön in den Rücken schießen. Ich bin mal gespannt, wie viele Kills die Pikinieren haben. Pikiniere. Ah, die Kavallerie brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Nicht. So. Und bitte hier reinschieben. Und da kommt die Salve. Autsch. Welche Männer? Jetzt muss ich mal langsam Gas geben. So, jetzt passt es. Gut, 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 gut. Die sollen sich mal wieder neu formieren, damit sie hier mit der Front gegen die stehen. Ja, die sterben immer, wenn es schon vorbei ist. Also mit den Generälen müsst ihr wirklich aufpassen, dass ja, dass ihr sie nicht also ihr müsst sie so behandeln, als wären die total behindert. Also jetzt, also total bekloppt meine ich. Weil es kam schon sehr häufig vor, dass ich das Spiel gewonnen habe und der von einem
fliehenden Typen irgendwie angekratzt wurde und dann gestorben ist. Also, da müsst ihr wirklich Acht geben. Und genau, Apollonia wurde besiegt. Ja, schade. Der hatte sogar Silber jetzt bekommen durch seine ganzen Kills. So, freilassen, dann bekommen wir natürlich Kohle, 1400. Das mag ich gerne. So. Buh-ba-du-ba-bu-bu. So, Streiter des Olymps bekommen dich, also einen aus dem Gegnerteam. Das mache ich, weil das die Home-Armee ist quasi. Also die ist nur da, um Leute zu rekrutieren und ein bisschen dumm rumzustehen. So, die Architektin, die Tochter eines Adligen, erscheint mit einer Bitte vor euch. Ihre Mutter, eine sehr einfallsreiche, oh Gott, ich habe zu viel Kohlensäure getrunken. Einflussreiche, Entschuldigung, Frau besteht darauf, dass in. Es ist viel zu spät, ich bin müde. Also, Fazit ist, sie will, dass. Sie will als Architektin bei uns anfangen und nicht als Dienerin. Wir heuern sie an, dann bekommen wir einen wichtigen Charakter, der gibt Bonus. Oder wenn wir verweigern, dann bekommen wir Kohle. Wir heuern sie an. So. Alles schön und gut. Und jetzt würde ich sagen, hören wir auf, weil wir schon überzogen haben. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, haut rein. Bye bye.